Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute einen Rhabarber-Käsekuchen mit Streuseln. Und zwar ist dieser Kuchen wirklich mega lecker. Also gerade wenn man ein Rezept mit Rhabarber macht, ist es immer lecker, wenn da ja, entweder eine Puddingcreme dabei ist, Baiser oder eben auch eine Quarkschicht. Denn dann ist der Rhabarber auch noch viel bekömmlicher, sonst hat man eben diese Säure. Ja, also der Käsekuchen schmeckt wirklich richtig lecker. Ich bin ja sowieso so ein Käsekuchen-Fan und da passt das richtig gut dazu. Und so ein paar knusprige Streusel runden das ganze Rezept auch noch ab. Es dauert auch wirklich nicht lange, die Zubereitung. Wir müssen den Mixtopf zwischendurch auch gar nicht spülen, also wirklich richtig schnell. Und ich zeige euch nun die Zutaten. Für den Teig benötigen wir 270 Gramm Mehl, 125 Gramm weiche Butter, 80 Gramm Zucker, ein halbes Päckchen Backpulver und ein Ei. Für die Füllung brauchen wir 500 Gramm Magerquark, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, ein Ei und Rhabarber. Hier habe ich 6 dünne Stangen Rhabarber gehabt, habe die in so kleine 1 cm Stücke geschnitten, habe aber die Schale dran gelassen. Bei mir wiegt das Ganze 430 Gramm. Und für die Streusel benötigen wir 150 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter und 50 Gramm Zucker. Als erstes kommen jetzt alle Teigzutaten in den Mixtopf, und zwar das Ei, Mehl, Zucker, Backpulver und die Butter. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir verrühren das Ganze 30 Sekunden auf Stufe 5. So, der Teig ist jetzt fertig, der sieht so aus. Ich habe mir jetzt ein Backblech genommen, das hat die Maße 30x40, also das ist etwas kleiner als ein normales Backblech und ich habe mir da ein Backpapier draufgelegt und jetzt verteile ich da einmal den Teig drauf. Und jetzt machen wir das am besten mit den Händen, einfach alles schön andrücken. Als nächstes machen wir jetzt die Streusel und dafür müssen wir auch nicht den Mixtopf waschen, sondern können das in der Reihenfolge einfach immer weiter verwenden. Jetzt kommt das Mehl in den Mixtopf, Zucker, also alle Streuselzutaten und die Butter. Dann einmal den Mixtopf aufsetzen und wir verrühren das Ganze 20 Sekunden auf Stufe 5. So, ich habe jetzt gerade den Streuselteig schon einmal in eine Schale wieder zurückgefüllt. Wir können den Mixtopf wieder weiter verwenden und machen jetzt zum Schluss die Füllung. Dafür kommen einmal alle Zutaten in den Mixtopf, also Zucker, Vanillepuddingpulver und Vanillezucker, eine Prise Salz, ein Ei und Quark. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir verrühren das Ganze 30 Sekunden auf Stufe 5. So, wir haben jetzt alle Komponenten fertig. Den Backofen heize ich gerade schon vor auf 220 Grad Ober- und Unterhitze. Den Teig habe ich ja gerade schon verteilt und jetzt kommt auf den Teig eben die Creme bzw. die Füllung. Schmeckt auch schon so richtig lecker, müsst ihr immer unbedingt probieren. So, da oben drauf verteilen wir dann den Rhabarber, den wir schon klein geschnitten haben. Und zum Schluss kommt dann oben, machen wir dann die Streusel drauf. Falls euch der Streuselteig zu fest ist, könnt ihr da auch noch ein bisschen Mehl drunter mischen. Und
Und der Kuchen wird dann im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 35 Minuten gebacken. Und nun ist der leckere Kuchen auch schon fertig. Also wie ihr gesehen habt, die Zubereitung ging wirklich super schnell. Klar, das Backen dauert halt so 35 Minuten, aber das macht ja nichts. In der Zeit könnt ihr ja schon mal aufräumen oder schon mal den Tisch decken für eure Gäste. Ja, ihr könnt über den Kuchen auch gerne noch etwas Puderzucker streuen oder ihr schlagt nochmal Sahne auf oder vielleicht auch noch eine Kugel Vanilleeis. Das würde dazu auch ganz gut passen. Ihr könnt ihn natürlich auch genauso genießen, wie er schon ist. Das habe ich zum Beispiel gemacht, also total einfach. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Rhabarber-Saison ausnutzt und das Rezept vielleicht auch mal nachmacht. Gerne könnt ihr mir darüber immer Bilder auf Instagram teilen mit dem Hashtag elegant kochen, dann kann ich mir das auch anschauen. Ansonsten findet ihr das Rezept wie immer auch auf meinem Blog zum Nachlesen, elegant-kochen.de. Da könnt ihr auch schon direkt loslegen. Ja, wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!